Arnos Voldigott ist ein overpowerter Anime-Charakter. Aber wie stark ist er wirklich? Yo, was geht Leute, KingADB ist am Start. Willkommen zum dritten Teil von Wie stark ist Arnos Voldigott? Diese Serie ist genau wie meine Remuro Tempest Serie, nur dass das Format bei Arnos anders heißt. In diesem Video werden wir Arnos Fähigkeiten aufzählen, erklären und die Story zusammenfassen. Ich werde mich hierbei auf die Novel beziehen, denn auch im Anime von The Misfits of the Demon King Academy wird sehr viel rausgelassen. Schaut euch unbedingt Folge 9 der ersten Staffel nochmal an, dann könnt ihr 1:1 vergleichen, was sie weggelassen haben. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass das richtig viel ist. Lasst uns dieses Jahr die 10.000 Abonnenten knacken. Wie stark ist Arnos Voldigott Teil 3? Let's get it! Bisher haben wir seine Fähigkeiten bis Folge 9 betrachtet und uns dabei auf den Anime und Manga bezogen. Heute analysieren wir die Ereignisse nur aus Folge 9, aus der Sicht der Novel. An der Länge des Videos könnt ihr euch schon denken, dass wirklich sehr viel rausgelassen wurde. Bisher hat Arnos 54 Fähigkeiten. Wie viel er wohl noch hat? Vor 2000 Jahren herrschte ein großer Rassenkrieg, wo die Götter, Menschen und Geister unentwegt gegen die Dämonen kämpften. Arnos war müde vom Krieg, so machte er sich auf den Weg nach Azeshion, wo die Menschen lebten. Kampfbereit erwarteten sie ihn schon und haben sogar defensive Maßnahmen getroffen, die jeden Dämon umbringen würden, aber nichts gegen Arnos brachten. Er ging einfach durch die einzelnen Barrieren, was bedeutet, dass er ohne weiteres defensive Mechanismen überwinden kann. Ratlos versuchten die Menschen einen Verzweiflungsangriff. Vor Arnos stand die Armee, angeführt vom Held Kanon und Jaga, der König der Menschen. Mittels einer Legionsmagie übertrugen die Menschen dem König ihre Kraft. Mit der Kraft der Menschheit griff Jaga Arnos an. Dieser aber zerstörte ihn mit 50 magischen Zirkeln, die alle Geogreys abfeuerten. Geogreys ist die stärkste Feuermagie, die es gibt. Während Jaga die Höllenqualen erlitt, erboste er und schrie, dass der Schmerz seiner Frau und Kind schlimmer waren, als Arnos sie umbrachte. Arnos antwortete, dass die Menschen sich gerne zu Opfer machten und nur den Dämonen die Schuld geben für den Krieg. Aber auch seine eigene Mutter wurde kurz vor seiner Geburt getötet, so dass er aus einem leblosen Körper geboren wurde. Jaga kämpfte sich durch das Geogreys und packte Arnos am Arm. Geo Drive. Mit dem Träumen und Gefühlen seiner Kameraden feuerte er eine heilige Magie ab, die Arnos komplett traf. Jetzt! Der Held Kanon sollte den schwachen Moment des Dämonenkönigs nutzen, um ihn zu besiegen. Doch Arnos ist unversehrt. Das Teo Trive hat nichts gebracht. Teo Trive ist eine Magie, die auf Emotionen basiert. Indem man die Emotionen seiner Kameraden empfängt, entfesselt man heilige Magie, die selbst Arnos Defensive durchdringen kann. Die Armee muss aber den Willen haben, zu töten. Genau diese Emotion hat Arnos manipuliert. Indem er der Armee mittels Magie Angst gemacht hat, konnte er das Trio Trial von Jaga sehr schwächen. Er besiegte Jaga kurzerhand und sagte zum Held Kanon, dass er Frieden will. Wenn er daran interessiert ist, soll er zu seinem Schloss kommen. In der Novel erfahren wir, dass er auch die Herrscher der Götter und Geister eingeladen hat. Arnos verschwand dann mittels Gatom. Jaga, der auch das Friedensangebot hörte, warnte dem Held Kanon, der über Arnos Worte nachdachte. Die Menschen und Dämonen würden niemals koexistieren können, sagte Jaga. Im Anime dachte man, Jaga sei gestorben, aber in echt teleportierte er sich in einen mysteriösen Raum, wo er seine Wunden leckte. Er will um jeden Preis die Dämonen töten, selbst wenn er sich dafür in Magie verwandeln müsste. An einem friedlichen Morgen schlug Arnos die Augen auf und wurde von einer Schönheit geweckt namens Misha Necron. Arnos, der noch seinen Schlafanzug anhatte, erschuf einen magischen Zirkel, der bewirkte, dass ihm seine Schuluniform angezogen wird. Misha hat von Arnos Mutter gelernt, wie man kocht, deshalb hat sie für ihn das Frühstück gemacht, was sie zusammen aßen. Da gleich die Schule anfängt, ging sie nach dem Essen aus dem Haus, um zusammen zur Schule zu gehen. Arnos dachte, dass er sich mittels Gatom auch dorthin teleportieren könnte, aber entzieht sich dagegen, weil sie nicht in Eile sind. Auf einmal kam Sasha von der Seite auf sie zu und meckerte neidisch, warum Misha sie nicht aufgeweckt hat, um zusammen zu Arnos zu gehen. Doch sie versicherte ihr, dass sie versucht hat, sie aufzuwecken, es aber nicht geschafft hat. Arnos schlug dann vor, dass er sie nächstes Mal aufweckt, dann würde sie mit Sicherheit aufstehen. Sasha entgegnete dem, dass es keinen Sinn macht, sie morgens zu wecken, damit sie anschließend zu Arnos gehen. Da kam auch schon Lei und begrüßte alle. Lei fragte Arnos anschließend, ob er gute Dämonenschwerter kennt, da seines ja zerbrochen ist im Dämonenschwerter-Arc. Momentan befand sich sein Schwert namens Initio in Reparatur, deshalb suchte er für die Zwischenzeit einen Ersatz. Bevor Arnos antworten konnte, erschien Nisa, die auch alle begrüßte. Arnos dachte sich, dass es bestimmt ein gutes Schwert in seiner Schatzkammer für Lei gibt. So machten sich alle auf den Weg zur Schule, wo auf sie eine Überraschung wartet.
Als sie sich auf die Plätze setzten, forderte Arnos Lay auf, ihn nach der Schulstunde zu einem geheimen Ort zu begleiten, wo er ihm sein Dämonenschwert gibt. Lay, der eh nach einem Schwert sucht, willigte sofort ein. Anstatt Emilia, die Rassistin, kam eine neue Lehrerin rein, was alle verwunderte. Die neue Lehrerin heißt Mino Historia, die Emilia ersetzt. Von Teil 2 dieser Serie wissen wir genau, warum Emilia weg ist. Arnos hat die Rassistin nämlich getötet und als Halbblut wiederbelebt, weil Emilia ihre Mutter und den Fanclub geschadet hat, da sie das Schwert von Arnos wollte. Das wäre so, als ob man einen Hardcore-Rassisten als schwarzen Moslem wiederbelebt. Für mehr Details könnt ihr euch Part 2 nochmal angucken. Emilia stellt sich vor. Sie ist nun für eine limitierte Zeit zuständig für den ersten und dritten Jahrgang, bis sie einen Ersatz finden. Da sie nicht 2 Klassen gleichzeitig unterrichten kann, wird es Studientage geben, wo sich die Schüler selbst trainieren müssen. Emilia verkündete, dass sie bald ins Menschenreich gehen für einen Bildungsaustausch. Auch die Menschen haben eine Akademie, wo Helden ausgebildet werden. Die Schüler hatten wenig bis keine Ahnung, dass Menschen Helden haben. Der Grund dafür ist, dass Benoiben, was die verschiedenen Rassen getrennt hat vor 2000 Jahren. Dies hat dazu geführt, dass die Kommunikation zwischen den Rassen unterbrochen wurde. Die Lehrerin war verblüfft davon, dass keiner wusste, dass es Helden gibt und was die so können. Also nahm sie Kreide und schrieb auf die Tafel Ashura und die 7 Klassen. Die Menschen haben damals ein Konto für Geist erschaffen, was Ashura heißt. Nun, wer kann mir die 7 Klassen von Ashura aufzählen? Fragte die Lehrerin. Misha blickte zu Arnos rüber und sagte ihm, dass sie dieses Thema noch nicht hatten. Sascha meckerte, dass das eigentlich ein Thema des dritten Jahrgangs ist. Normalerweise unterrichtet die Lehrerin ja den dritten Jahrgang. Sie scheint also vergessen zu haben, dass sie gerade den ersten Jahrgang unterrichtet, schlussfolgerte Arnos. Aber trotzdem gab Arnos eine perfekte Antwort. Die 7 Klassen von Ashura sind der Auserwählte, der weise Mann, der Magier, der Heiler, der Beschwörer, der Ritter und der Schamane. Ashura weist den Menschen eins dieser 7 Klassen zu, die dazu dienen, den Auserwählten zu stärken. Ashura ist eine Magie, mit der man die Kraft von vielen auf einen überträgt. Der Unterschied zu Geist ist, dass bei Geist die Kraft von einem auf viele übertragen wird. Ashura nutzten zum Beispiel die Menschen in der Anfangsszene, um Jaga zu stärken, der dann Arnos angriff. Das ist aber nicht das einzige, was Ashura kann. Es gibt eine weitere Magie, die man Ashke nennt. Indem man Ashke einsetzt, kann man die Wünsche und den Willen seiner Kameraden in Magie umwandeln. Ashura und Ashke wurden entwickelt, um gegen die übermächtigen Dämonen eine Chance zu haben. Die Lehrerin war beeindruckt von Arnos. Sie fügte hinzu, dass Ashke mentale Magie ist, die an der Dämonenakademie nicht beigebracht wird. Sie glaubt, dass der Austausch etwas Gutes ist. So können die Dämonen über die Magie Ashura und Ashke mehr lernen. Auch wenn sie die Magie nicht anwenden, weil das nur Helden können, ist das Ziel, einfach mehr darüber zu lernen und in Zukunft wird sich das dann bestimmt auszahlen. Es kann nicht schaden, mehr Wissen zu erlangen. Mittlerweile bemerkte sie, dass sie die Schüler im ersten Jahrgang Sachen erklärte, die nicht mal der dritte Jahrgang weiß. Gleichzeitig guckte sie Arnos verwundert an und fragte ihn, woher er das alles weiß. Er antwortete, dass er diese Magie zu Genüge gesehen hat und außerdem hätte sie einen Fehler in ihrer Erklärung gemacht. Im nächsten Moment erschien ein komplexer magischer Zirkel, der Misha, Sascha, die Lehrerin und Arnos verband. Das ist Ashura. Es stellte sich heraus, dass Arnos die beiden Magien Ashura und Ashke benutzen kann. Er erklärte, dass die Dämonen einfach nur affiner für Geist sind. Dennoch ist es nicht wahr, dass nur Helden Ashura und Ashke benutzen können. Mino war sehr verblüfft. Sprachlos konnte sie nur Arnos anstarren. Die Lehrerin, die 2 Klassen gleichzeitig unterrichten muss, sagte den Schülern, dass sie jetzt zu den Drittklässlern muss, deshalb sollen sie für sich selbst lernen. Als Mino Historia weg war, machte sich Arnos zusammen mit Lay, Misa, Misha und Sascha zum Zauberwald auf. Der Zauberwald hat die Besonderheit, dass es sich nach einer Zeit regeneriert. Also können sie da nach herzenslos ohne Sorge trainieren. Arnos zerstörte jeden einzelnen von ihnen. Das sieht man auch gut im Anime. Aber in der Novel wird klar gemacht, dass Arnos sie in echt an den Rand des Todes getrieben hat. So hat Arnos mittels Geogres Sascha mehrere Male angegriffen. Aber sie konnte überleben, da sie mit ihren dämonischen Augen die Effekte lindern kann. Die dämonischen Augen dienen auch als Antimagie. Generell kämpfte er gegen jeden von denen und gab ihnen hilfreiche Tipps. Bei dem Kampf sah man, wie Arnos mittels Fless in der Luft schwebte. Nachdem sich alle zusammentaten, um gegen Arnos zu kämpfen, prügelte er sie grün und blau und heilte sie mit Eishael. Zusätzlich regenerierte er ihre magische Kraft mittels Geist, indem er seine Kräfte teilte. Nach einem produktiven Trainingstag machte sich Arnos zusammen mit Lay zum Delze Gate Schloss auf, um in die Schatzkammer zu gehen. Wie versprochen, gibt Arnos Lay ein Schwert. Beziehungsweise konnte Lay sich ein Schwert aus vielen unzähligen Schwertern aussuchen, die sein Schwert Initio ersetzen sollen. Arnos dachte sich, dass das ehemalige Schwert von Lay nicht so effektiv ist. Er schneidet durch jede magische Formel, aber dafür muss man diese magische Formeln kennen und ein gutes Auge für Magie haben. Also je talentierter man mit Magie und Schwert ist, desto stärker ist das Schwert Initio. In den Händen von Lay, der ein Meisterschwert Kämpfer ist Initio ein übermächtiges Schwert. Dennoch war die Schärfe des Schwerts laut Arnos mittelmäßig.
In der Schatzkammer entschied sich Lei für das Schwert Sigsaster. Überrascht von seiner Auswahl, erschuf Arnos eine Statue, die Lei zerschneiden soll. Schneller als der Blitz schnitt er durch die Statue, aber es passierte nichts. Arnos erklärte dann, dass dieses Schwert das Schwert der Intention ist. Nur wenn man den Willen hat zu töten, kann man das Schwert nutzen. Lei fragte, ob Arnos das Schwert nutzen kann. Er bejahte es, gab aber zu, dass er das Schwert dafür mit Gewalt unterwerfen muss. Bisher kannte er nur eine Person, die das Schwert meistern konnte. Und das war seine rechte Hand namens Shin. Vor seinem Tod brachte er das Schwert in die Kammer zurück, damit seine reinkarnierte Version dann vielleicht auch dieses Schwert nutzt. Arnos denkt, Lei ist die Reinkarnation von Shin, ist sich aber nicht sicher. Lei macht das richtig stolz, dass Arnos das denkt. In der Hand von Lei, der ein Meisterschwertkämpfer ist, wird dieses Schwert ein mächtiges Schwert werden. Nachdem Arnos das Schwert übergab, machte er sich auf den Weg zum Turm der Fernunion. Dort ging er die Treppe hoch, um mit Mil Hayes zu sprechen. Was im Anime nicht vorkam, ist, dass er beim Hochgehen die Mädchen dabei hören konnte, wie sie an einem neuen Lied für Arnos arbeiten. Dabei wollten sie Sätze einfügen, die Arnos tatsächlich sagen würde. Sie schlugen Sätze vor wie: Dachtest du, ein Kuss würde meinen, wir wären zusammen, Babe? Als sie sagte, dass ich dich liebe, dachtest du, wir würden heiraten? Die Mädchen haben solche Sätze gedroppt und meinten, dass sie wollen, dass Arnos was zu ihnen sagt. Sie wollen also freiwilliges Sidechick sein. Oh mein Gott. Arnos schüttelte nur den Kopf und entschied sich dazu, die Mädels nicht zu stören, da sie Spaß zu haben scheinen. Oben angekommen, wartete auch schon Mil Hayes Boran auf ihn. Derjenige, der im Dämonenschwerter-Arc von einer unbekannten Person manipuliert wurde, sodass er sich gegen Arnos stellte. Sie sprachen über die derzeitigen Ereignisse, zum Beispiel über den möglichen Anführer der Unitarians. Die Unitarians, die zeitgleich auch Arnos Fanclub sind, sind eine Organisation, die sich dafür einsetzen, dass Halbblüter dieselben Rechte wie die Vollblüter bekommen. Doch sie kamen auf keine Antwort. Arnos war auch skeptisch gegenüber der Milchischen Akademie und fragte Mil Hayes, ob er irgendwas über die Akademie weiß. Er weiß nur von einer Klasse, die reinkarnierte Helden trainiert. In Friedenszeiten reinkarnierte Helden zu trainieren, ist schon fragwürdig. Das ist so, als ob wir in Deutschland jetzt auf einmal Atombomben produzieren würden. Außerdem gehen 10% der Steuern nur an diese Schule. Um genau zu sein, an die Eliteklasse, die Helden loszieht. Sie kamen zum Schluss, dass sie vorsichtig sein müssen, weil die Menschen offensichtlich etwas planen. Eine Woche später ist der Tag der Abreise. Die Lehrerin gab ein Briefing durch eine Eule. Sie selber war schon da. Und zwar müssen die Schüler alleine nach Geredate, die Hauptstadt von Azeshion. Azeshion ist der Kontinent, wo die Menschen leben. Die Schüler müssen es in 10 Tagen dorthin schaffen, sonst sind sie vom Bildungsaustausch ausgeschlossen. Die Lehrerin hat dies in 2 Tagen geschafft. Sie riet den Drittklässlern, die auch mitkommen, dass sie ungefähr auch so lange brauchen sollten. Die Mädchen besprachen verschiedenste Wege, wie man dorthin kommen kann. Sascha schlägt vor, mittels Flash zu fliegen. Doch ein Argument dagegen war, dass die magische Konzentration in Azeshion ziemlich schlecht ist. Es wäre aber bestimmt nicht schlimmer als die Magiestörung von Arnos. Sascha mag es im Kampf zu fliegen, deshalb hat Arnos es ihr etwas schwerer gemacht beim Training. Es gab zwar viele Möglichkeiten dorthin zu kommen, aber Arnos hat einfach alle hin teleportiert. Somit waren sie die ersten, die dort angekommen sind. Er teleportierte nur Lei, Sascha, Misa und Misha. Lei war schon gespannt, weil er weiß, dass die Menschen anscheinend gut im Schwertkampf sind. Am Eingang wurden dann ihre Schulausweise kontrolliert. Als sie durch das Tor gingen, haben die Wachen überrascht darüber geredet, dass sie heute eigentlich noch keinen Schüler erwarteten. Sie machten sich auf den Weg zu der Lehrerin, die sich bereits in der Unterkunft befindet. Als sie sahen und nach ihr riefen, war sie sehr verblüfft. Sie hat die ersten Schüler erst nach 2 Tagen und nicht weniger als nur eine Stunde erwartet. Aber nun stehen hier Arnos und die anderen vor ihnen. Er erklärte ihr, dass er sie alle mit Gatom teleportiert hat. Aber dass er 2 Orte, die so weit entfernt sind, miteinander verknüpfen kann, verwundert sie. Wer zum Teufel bist du? Ich bin der einzig wahre Arnos Voldigod, der Dämonenkönig der Tyrannei. Bei solchen Expeditionen kriegt man eine Note. Je früher man da ist, desto besser. So bekam die 5 den ersten Platz mit jeweils 100 Punkten. Die anderen Schüler würden automatisch jetzt eine schlechtere Note bekommen, was die Drittklässler zu 100% nerven wird. In der Unterkunft angekommen, machte sich Lei zum Speisesaal auf. Misha und Misa versuchten wiederum, die Fernunion zu erreichen, um ihnen dabei zu helfen, schneller anzukommen, so dass nur noch Arnos und Sascha übrig blieben. Sascha fragte Arnos, warum er die anderen Mädels nicht mitteleportiert hat. Er fand sie zu schwach. Der Weg nach Geredate soll ihnen dabei helfen zu trainieren. Wenn er sie teleportiert hätte, hätten sie zwar eine sehr gute Note bekommen, aber das heißt nicht, dass sie dementsprechend auch stark genug sind. Danach sprachen sie darüber, dass Arnos die Augen vor Sascha schön findet und sich nach ihnen sehnt. Das hat den Grund, weil Arnos findet, dass Saschas Augen irgendwann seine eigenen übertreffen werden, auch wenn sie sich das nicht vorstellen kann.
Sascha war natürlich gerührt davon, sagte aber, dass er doch auch Mishas Augen haben will und dass er sie sogar datet. Ados sagte dazu, dass er beide Augen haben will, weil er nur das Beste vom Besten haben will. Er machte ihr viele Komplimente, unter anderem sagte er, dass er von ihr beeindruckt ist, weil sie im Training so gut durchgehalten hat. Sascha errötete und auf einmal erschienen ihre dämonischen Augen, was dazu führte, dass die Umgebung anfing zu wackeln, weil sie die Augen in dem Moment nicht unter Kontrolle hatte. Komm zu mir und schau mir in die Augen. Anos hat mit seinen eigenen dämonischen Augen Saschas unterdrückt. Dabei war er erstaunt darüber, dass er ihr so nahe kommen musste, um die Effekte zu lindern. Das ist ein Zeichen dafür, dass ihre Augen mächtig sind. Der Unterschied zum Anime ist, dass diese Szene in der Unterkunft geschieht und im Anime an einem belebten Ort. Sascha und Anders machten sich auf den Weg zur Heldenakademie namens Aklanista. Da sie mittels der Jit verschlossen war, brach Anders das Siegel mittels Magie. Da kam auch schon eine Schülerin der Schule und ermahnte sie. Vor ihnen stand Eleonore Bianca, die ihnen sagte, dass der Zutritt zur Schule für sie tabu ist. Anders betrachtete Eleonores großen Brüste und dachte sich, dass man den Wohlstand der Menschen bei Menschen wie Bianca sieht. Nach einem kurzen Gespräch erfuhr Bianca, dass sie Dämonen vom Austausch sind, deshalb gab sie ihnen eine kleine Führung durch die Schule. In der Bibliothek angekommen, merkte man schnell, dass die Menschen eine andere Sicht auf die Geschichte haben. Eleonore erzählte ihnen so einiges, auch viele Geheimnisse, die sie eigentlich nicht preisgeben darf. Zum Beispiel, dass sie glauben, dass Arvos der Heavier, der Dämonenkönig ist und der menschliche Held namens Kanon dafür gesorgt hat, dass der Dämonenkönig stirbt. Auch war Kanon dafür verantwortlich, dass die Welten mittels Benoeben getrennt wurden. Natürlich protestierte Sascha lautstark und sagte, dass das nicht alles stimmt. Aber Anders versuchte sie zu beruhigen, indem er ihr klar machte, dass die Menschen einfach eine andere Geschichte beigebracht bekommen haben. Da kam auch schon ein weiterer Schüler, der Sascha der Lüge bezichtigte. Es war Ledriano Kanon Assassin, ein reinkarnierter Held von Kanon und das erste Herz. Nach einem kurzen Gespräch, ob jetzt deren Geschichte wahr ist oder nicht, sagte Anders zu Ledriano, dass er nicht glaubt, dass er ein Reinkarnierter vom Held Kanon ist. Kanon hatte 7 Herze, also ist es nicht ungewöhnlich, dass er 7-mal wiedergeboren wird. Aber Anders erkannte Kanon in Ledriano nicht wieder. Für Ledriano war diese Bemerkung von ihm eine große Beleidigung, weil die Reinkarnierten sehr stolz drauf sind, vom Held Kanon abzustammen. Als er Anders aufforderte, sich zu entschuldigen, meinte Anders nur, wenn er wirklich Kanons Wiedergeburt ist, würde ihn eine solche Bemerkung nicht anhaben. Auf einmal kam ein breiter Typ mit roten Haaren. Ledriano, Sie werden es eh nicht lernen. Derjenige, der gerade aus dem Nichts erschienen ist, ist Raos Kanon Jilfor, das dritte Herz von Kanon. Auch er war laut Anders nicht die Wiedergeburt von Kanon und auch sie diskutierten über die vermeintlich richtige Geschichte. Als Raos die geforderte Entschuldigung nicht bekam, griff er Anders an. Er sagte, dass er ihm seine volle Macht zeigt. Wenn er einmal blinzeln würde, würde er den Angriff nicht abwehren können. Raos griff Anders mit heiliger Magie an. Zu Raos Überraschung blinzelte Anders, was bewirkte, dass die Magie nullifiziert und er weit nach hinten geschleudert wurde. Anders hat nur geblinzelt und hat den Typen dabei komplett zerstört. Beim Anblick von seinen Kameraden hat Ledriano Anders gebeten, es für heute sein zu lassen. Um es nicht weiter eskalieren zu lassen, meinte er sogar, dass die Menschen vielleicht doch die Geschichte zu ihren Gunsten verändert haben. Im Anschluss begleitet Eleonore Anders nach draußen und gab ihm ein letztes Geheimnis mit. Sie hat Anders geraten, nicht am Austausch teilzunehmen, weil sich die Akademie seit 2000 Jahren nicht geändert hat. Als Anders nachfragen wollte, was die damit meint, ist Eleonore auch schon abgehauen. Anders begleitete Sascha anschließend zum Tor, brach wieder das Siegel, damit sie zu den anderen gehen kann, aber ging straight wieder zurück, um mehr über den Gesagten von Eleonore zu erfahren. Mit Lunil versteckte er seinen Körper und mit Nigel seine Magie. Er ging zurück zur Bibliothek, wo sich dann noch die Schüler aufhanden und belauschte sie vom Fenster aus. Mittlerweile kam ein weiterer blonder Schüler dazu und sie besprachen die Lage. Sie redeten darüber, dass ihr Ablenkungsmanöver geglückt ist. Sie haben also Raos extra verlieren lassen, damit sie in der Prüfung unterschätzt werden, um sich so einen Vorteil zu verschaffen. Der blonde Typ fährt fort und sagte, dass sie auf ihrer Seite noch die heilige Mutter Eleonora haben. Das sagte er zu Eleonore, die kürzlich zurückgekehrt ist. Eleonore schenkte ihn aber nicht viel Aufmerksamkeit und ging auf die zweite Etage. Da schaute sie durch das Fenster. Nein, sie schaute direkt auf Anders, der sie alle beobachtete. Sie hat Anders gesehen, obwohl er seine Präsenz verborgen hat. Du solltest nicht hier sein, sagte sie zu ihm. Anders war sichtlich überrascht, dass Eleonore ihn sehen konnte. Das können nicht viele. Nur Personen wie der Held Kanon. Nun, da Anders den wahren Plan der Schüler gehört hat, schlug sie Anders vor, den Austausch sein zu lassen. Aber Anders war nicht der Meinung.
Zufrieden mit dem, was er gehört hat, wollte Arnos gehen, aber Eleonora hatte eine letzte Frage. Und zwar, ob Arnos noch Erinnerungen an sein vorheriges Leben hatte und ob er Kanon kennt. Diese Fragen bejahte er. Im Gegenzug erzählte Eleonore, dass der Kanon, nach dem Arnos sucht, nicht mehr derselbe Kanon ist wie damals. Kanon wurde nämlich vor 2000 Jahren getötet. Wer auch immer sein Herz hat, er wird nicht derselbe Kanon sein. In diesem Moment rief jemand nach Eleonore. Reflexartig verbirgt Arnos wieder seine Präsenz. Als sie den Ruf erwiderte und wegging, fragte Arnos noch eine letzte Frage. Wer hat Kanon umgebracht? Es war ein Mensch, sagte sie mit einem traurigen Blick. Das war's mit Wie stark ist Arnos Teil 3. Insgesamt hat er 12 Fähigkeiten dazu bekommen in einer einzigen Folge, Leute. Eine einzige Folge. Und es ist nicht mal so, dass sie in dieser Folge irgendwas Krasses gemacht haben. Leute, Arnos ist einfach viel zu überpowered. Wenn ihr mehr Arnos-Videos haben wollt, dann brecht die 3000 Aufrufe. Wenn ihr wissen wollt, wie stark die Tempest-Charaktere sind, dann klickt auf das linke Video. Wir sehen uns. Ciao, ne?